In der Türkei sind die syrisch-orthodoxen Christen zwar erstmal sicher, aber auch dort eine bedrängte Minderheit. Gerade erst hat ihr ältestes Kloster sämtliche Ländereien verloren. Luc Weipold. In den Hügeln des Tur Abdin liegt es wie eine Trutzburg, Mor Gabriel, das Kloster des heiligen Gabriel. Seit mehr als 1600 Jahren geistiges Zentrum der syrisch-orthodoxen Christen. Grundlage für die Existenz des Klosters sind ausgedehnte Ländereien, seit Jahrhunderten im Besitz der Mönche. Bis vor wenigen Wochen, bis zu einem Urteil des Berufungsgerichtshofs in Ankara. Kyriakos Ergün kann seinen Zorn kaum in Grenzen halten. Alles, was sie dort sehen, sagt er, innerhalb dieser Mauer, das soll jetzt plötzlich nicht mehr uns gehören. Es begann vor 3 Jahren bei staatlichen Vermessungsarbeiten zur Aktualisierung der Grundbücher. 3 umliegende Dörfer mit muslimischen Bewohnern erhoben dabei Anspruch auf Teile des klösterlichen Besitzes. Yayvantepe ist eines der Dörfer, die das Verfahren gegen das Kloster ins Rollen brachten. 200 Familien, die von Viehzucht und Obstanbau leben. Man sei immer gut mit den Christen als Nachbarn ausgekommen, beteuern die Einwohner. Der Streit sei eigentlich unnötig. Aber das Land, da ist Dorfvorsteher Erkan unnachgiebig, gehört nicht dem Kloster. Unser Vieh war immer schon dort, das hat auch nie jemanden gestört. Aber jetzt haben sie da eine neue Mauer errichtet. Wir mussten uns verteidigen. Das Gericht hat entschieden, das Land gehört jetzt der staatlichen Schatzkammer. Ob die Dörfer oder das Kloster das Nutzungsrecht erhalten, ist noch unklar. Widerstandslos aber wollen sie das Feld hier nicht räumen. Seit mehr als 1000 Jahren haben Christen sich im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris behauptet. Jetzt kommen aus der europäischen Diaspora in den Sommerferien immer öfter junge aramäische Christen, die im Kloster die Sprache der Vorfahren lernen, die Tradition erhalten wollen, sich zum gemeinsamen Gebet versammeln. In einem der ältesten Klöster der Christenheit.